herzlich willkommen, Matthias Scharf. Wir haben Matthias Scharf, Friseurunternehmer aus Burg Ebrach, heute zu einem kurzen Gespräch gebeten. Ich darf mich ganz herzlich für die Bereitschaft bedanken. Matthias, du warst in der Vergangenheit mehrfach bayerischer Meister. Was ist denn deine Königsdisziplin? Was hast du frisiert? Ja, es war A-Klasse. Das bedeutet ein Schnitt, Föhnfrisur und dann anschließend eine Umwandlung in die Hair by Night mit Haardeilen. Das waren damals 5 Haardeile, mussten wir einarbeiten. Ja, da habe ich ja die Goldmedaille gewonnen. Also im Damenfach. Damenfach. Genau. Und ich glaube, da ist auch heute immer noch die große Liebe deiner Arbeit einfach beim Langhaar, beim Hochstecken. Dafür bist du ja bekannt. Genau, ja, das ist geblieben. Okay. Warum bist du damals bei der Bayerischen Meisterschaft angetreten und wer hat dich dabei unterstützt? Das Schöne ist, ich wollte mich schon immer messen mit anderen Leuten und die beste Plattform ist natürlich in Bayern die Bayern her. Und ich wurde entdeckt von Herrn Löbel, der hat mich dann angesprochen und hat mich dabei unterstützt und es war für mich natürlich eine große Ehre und da wollte ich natürlich immer dabei sein. Also ich habe richtig gebrannt dafür. Und was hat dir letztlich dieser Titel Bayerischer Meister gebracht? Ja, enorm viel Pressearbeit. Also das bedeutet, bei uns der Fränkische Dach hat über mir berichtet. Dann Firmen sind auf mich zugekommen, die mit mir Seminare machen wollten. Ja, besseres Image und ja, war genial. Wie hast du dich auf die Wettbewerbe vorbereitet? Ja, jetzt im Nachhinein betrachtet, hört sich schon krass an. Also fast jeden Tag eine Föhnfrisur. Einmal die Woche bei Herrn Löbel im Mittwoch war das immer Training. Dann am Wochenende, alle 2 Wochen im Wellerstudio jetzt in München, war dann nochmal Training. Also es bedeutet, zweimal die Woche mit Trainer und dann jeden Tag aber konstant mindestens einmal die Föhnfrisur. Also das ist ein richtiger Hochleistungssport. Ja, so habe ich es auch gesehen. Okay. Du bist das heute selber Unternehmer, beschäftigst Mitarbeiter. Würdest du dem Friseurnachwuchs die Teilnahme am Wettbewerb empfehlen? Ja, also wir unterstützen auch unsere Mitarbeiter, aber bei uns ist jetzt kein Zwang. Also es ist bei uns alles ganz freigestellt, aber ich glaube, wenn man so als Vorbildfunktion da ist, machen sie es automatisch. Also unsere Lehrlinge trainieren jetzt schon wieder für die Oberfränkische Meisterschaft, eben auch aus dem Grund, ein Ziel zu haben. Weil ich glaube, wichtig im Leben ist es, Ziele zu haben. Und so ein Wettbewerb ist ja praktisch ein zeitliches Ziel, wo man darauf hinarbeiten muss und da dann die Leistung abzugeben. Und ich glaube, das ist sehr wichtig heutzutage, sowas festzuhalten. Lernziele sind immer ganz wichtig. Du bist mit deinem Salon ja auch Mitglied in der Innung. Wie siehst du die Innung im Jahr 2010? Was muss eine Innung leisten, um attraktiv zu sein? Also offener, transparenter. Es muss mehr Kommunikation mit jungen Menschen auch stattfinden. Ja, Zusammentreffen von Fachleuten, die eben Themen diskutieren, die anstehen. Auch nicht nur fachlich, sondern auch wirtschaftliche Themen. Ja, das fände ich jetzt ganz gut. Warum bist du überhaupt Friseur geworden? War das immer schon dein Traumberuf oder wie bist du zu dem Beruf gekommen? Wann hast du dich dafür entschieden? Ganz ehrlich, ich wollte das gar nicht werden, wenn mein Vater Friseur ist. Da soll ich mal alles nicht das machen, was der Vater macht. Und das Lustige ist, ich habe immer ausgeholfen im Salon und eine Kundin hat gemeint, so nur Haare gewaschen, du musst mit zur deutschen Meisterschaft nach Frankfurt. Und da habe ich, Berlin war es damals, und da habe ich jemanden gesehen, der preisfrisiert hat. Und das wollte ich machen, also es war wirklich so. Und das eine war die Petra Brockmann und das andere war ein Friseur aus Nürnberg. Und den kannte mein Vater noch und somit hatte ich da ein Praktikum. Und ja, war es für mich klar, ich werde Friseur und ich will das auch machen. Also gleichzeitig preisfrisieren und Friseur, gleichzeitig geweckt an einem Wochenende, wo ich eigentlich gar nicht hin wollte. Gut. Am 10. und 11. Oktober ist ja die Haare 2010 in Nürnberg. Das ist ein Pflichttermin für alle bayerischen Friseure. Warum ist das so?
Ja, also erstmal zu sehen, was machen andere Menschen. Auch Konversation mit anderen Friseuren ist auch das Schöne. Immer neu entdecken, was gibt's Neues auf der Messe oder eben ja, Referenten anzuhören oder die ganzen Shows anzuschauen. Also das ist ja auch immer interessant, was da in Bayern geboten wird. Vielen Dank für dieses Gespräch und wir beide sehen uns mit Sicherheit auch bei der Haare 2010. Ja, definitiv. Okay, danke.